Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Her Highway ist eine Show für Frauen, die sich wünschen, ihre kosmischen Mächte und ihr feminines Potenzial voll und ganz zu erinnern und einzusetzen. Mein Name ist Cecilia Müller-Stahl. Ich bin Bewusstseinscoach, Schauspielerin, Künstlerin, Mystikerin und so etwas wie ein modernes Orakel. Es ist meine Passion und Intention, Frauen zu ihrem wahren Selbstwert und in das Bewusstsein ihrer kreierenden Macht zu führen, beziehungsweise sie an ihre sowohl mögliche als auch unvermeidbare Wirksamkeit zu erinnern. Jede Woche werden wir Themen besprechen, die dir die Qualitäten von weiblicher Leadership, Magie und deinen verborgenen multidimensionalen Fähigkeiten bewusster machen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Her Highway. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Es geht heute um Body Love. Es geht um die Liebe zwischen dir und deiner Körperin. Ich sage Körperin, weil du eine Frau bist. Weil es um weibliche Kreatur geht. Es geht mir nicht um eine Gender Correctness, Political Correctness. Es ist keine Theorie dahinter, sondern es ist mein Erleben, dass ich mir als Frau einen Gefallen tue, wenn ich fühle, dass diese Körperlichkeit, die ich nun mal als Seele hier gebucht habe, eine weibliche Energie abstrahlt. Teil von dem Prozess, den ich zum Beispiel auch in meinem Programm Body Love Story Activation unterrichte, beibringe, mit dir teile, ist, dass wir wirklich die Körperin als Gegenüber, als unsere Freundin wahrnehmen. Diese Kreatur, mit der wir zusammen durchs Leben gehen. Weshalb das wichtig ist, das wirklich auch so präzise in diesem, es ist eine Sie, wahrzunehmen, ist, weil ein weiblicher Körper hat andere Bedürfnisse als ein männlicher Körper. Und wir sind in einer sehr männlich geprägten Welt aufgewachsen, bewegen uns durch eine sehr männlich geprägte Welt. Und auf sie zu hören und mit ihr zu kommunizieren, erlaubt uns, diesen Lärm von draußen wirklich runterzuschalten und mitzukriegen, was ist denn eigentlich mein Urbedürfnis? Was ist denn eigentlich das, was ich hier an Rhythmus habe, an Flow, was ist denn meine Dynamik, um auch wirklich dann zum Beispiel festzustellen, ich ticke komplett anders, als mir das Leben da draußen so beibringt, dass es so sein soll, um zum Beispiel in deine Form von High Performance zu kommen, dadurch, dass du in deine Energie eintauchst. Es ist auch eine Gnade, in diese wirklich tiefe Begegnung mit ihr zu kommen, weil es tatsächlich das Erleben von Einsamkeit transformiert. Viele Menschen, viele Frauen erleben sich als einsam, gerade hochsensible Frauen, gerade Frauen, die viel Energie bewegen, ob sie es wissen oder nicht, die viel wahrnehmen, die mit besonderen Fähigkeiten hier sind und vielleicht in Corporate Jobs, vielleicht in der Matrix total verwoben sind oder auch nicht. Aber wir haben oft eine Irritation darüber, dass wir viel Zeit alleine verbringen wollen, / es körperlich, energetisch, spirituell, emotional, mental brauchen, weil wir zum Beispiel eine Staubsauger-Identität haben, quasi aus unserem Feld wahrnehmen, aufnehmen, in uns reinnehmen, sehr stark was gedacht und gefühlt wird, die Energien und Emotionen, so dass wir wirklich uns davon erstmal wieder entleeren müssen, um uns zu spüren. Es gibt auch die Definition von Scanner. Persönlichkeit, quasi jemand zu sein, und ich bin auch so, deshalb ist es möglich, dass du auch so bist,
die viele Leidenschaften hat, die sich für unglaublich viel interessiert, die dauernd was Neues will, die dauernd immer wieder alles neu wahrnimmt, auch schnell in deinem Bewusstsein einfach transformiert. Und ganz oft passiert das auch, weil wir eben in diesen unterschiedlichen Feldern sind und sofort sehr tief da drinnen sind. Zum Teil dann auch Wünsche von anderen annehmen. Also Scanner-Persönlichkeit in Wahrheit, aus meiner Erfahrung, ist auch die Persönlichkeit, die eben in einem Feld begeistert von einer Person ist, begeistert von irgendwas ist und das zu ihrer Sache macht und dann vielleicht erleben muss, ey, wenn ich wieder in meinem Space bin, dann merke ich, das bin ich alles gar nicht. Krass. Erstmal duschen gehen, erstmal chillen, erstmal wieder ausdampfen lassen. Und da drin kann man schneller werden. Das kann ich dir sehr, sehr gerne auch zeigen. Und trotzdem dürfen wir es respektieren. Und ich will aber auf den Punkt der Einsamkeit zurück. Wenn wir uns nicht in diesen Mechanismen verstehen und erkennen, plus Kindheitstrauma, plus transgenerationales Trauma, transgenerationell, egal, ist diese Identität der Einsamen, der Isolierten, taucht auf und wir sind schon sehr stark daran gewöhnt, einfach eine Erlebniswelt von Einsamkeit nicht dieses genussvolle Alleinsein, Alleinssein, sondern Einsamkeit, dass das wie zu uns gehört. Und wenn wir die Verbindung zu der Körperin, zu der Körperfreundin, zu diesem Mädel, zu dieser Kreatur, zu dieser Frau, zu dieser Goddess, zu diesem Tier, was auch immer du wahrnimmst, in unterschiedlichen Phasen nimmst du vielleicht auch unterschiedliches wahr. Wenn wir die Verbindung zu ihr haben, sind wir nicht mehr einsam. Haben wir wirklich unsere beste Freundin mit uns. Und das ist ein Beispiel davon, wie sie uns hilft, zu kreieren, reinzurufen, was wir uns wünschen. Zum Beispiel gute Verbindung, gute Freundschaften. Deine Menschen, gute Menschen um dich herum, weil du in dir praktizierst, es findet schon statt. Ich habe eine Beziehung zu mir, zu ihr, in mir, die auf einem extrem hohen Niveau ist. Das heißt, du brauchst überhaupt gar keine Abstriche machen in Freundschaften. Und du brauchst nicht mehr die Geschichte von entweder ich bin allein oder ich mache Kompromisse mit der Außenwelt. Das ist nur ein Beispiel von dem, wo ich dich hinverführen möchte, für warum ist diese Body Love so tief und so wertvoll. Und das Irre ist eben, dass wir hier als Seele inkarnieren und diese Körperin als Ort für unsere Seele bzw. für einen Aspekt unserer Seele haben. Quasi die Form, die auftaucht. Aber wir sind sie nicht. Und unsere Kultur erzählt uns aber, du bist das, du bist dieses Ding, das bist du. Hier ist dein Anfang, da ist dein Ende. Was dadurch verloren geht, ist das Gefühl, die Klarheit, ich bin groß, größer, das große Ganze, verbunden mit dem großen Ganzen. Und diese Körperin ist mein Leihwagen, ist mein Zuhause auf Zeit, ist ein Aufenthaltsort, ein Tempel, ein heiliger Tempel auf Zeit. Und jetzt kommt es, wenn wir nochmal schauen auf das Thema Essen, Figurstress, ich muss mich perfekt machen, ich muss so und so aussehen für die Welt, dann erkennen wir schon mal dieses Ich. Das hat sich schon verirrt. Das Ich ist die Seele. Die Seele weiß um ihre Perfektion. Die Seele weiß um ihre Logik, ihre göttliche Natur. Die gilt es nicht zu perfektionieren. Und die Körperin als Ort für deine Seele gilt es zu pflegen, instand zu halten, ihr das Beste zu geben,
aber sie muss für niemanden und nichts funktionieren. Und das ist so leicht gesagt und wir haben das auch schon tausendmal, also das ist jetzt wie so nicht revolutionär. Aber wenn du dir anschaust, wie gewöhnt wir es sind oder wie getrimmt wir wurden von Anfang an, die Welt da draußen hat dir was zu sagen, die Welt da draußen hat dir was beizubringen, die Welt da draußen weiß mehr über dich, dann gibt es sowas wie, es geht nicht, also fast so wie so einen unsichtbaren, schnellen, unentdeckten Glaubenssatz, einfach auf mich hören, das geht nicht. Einfach auf meine Erlebniswelt hören, das geht nicht. Was geht ist, ich kläre mit der Außenwelt ab, ob ich das und das so tun darf. Die Frage, darf ich das und das so tun, ist was, das merken wir gar nicht, aber sie ist wie ein automatisches Ding, weil es in uns den Wunsch nach Verbindung gibt mit dem Außen. Das ist der tiefste, größte Wunsch nach Gesundheit. Das ist die tiefste Definition von Abundance. Nach Gesundheit und vor zum Beispiel finanziellem Reichtum. Abundance ist erstmal Verbindung, verbunden sein. So, wir wollen diese Verbindung, wir sind gewöhnt zu checken, sind wir okay mit der Außenwelt und haben dadurch gelernt und in dieser Kultur ganz extrem, okay, ich muss scheinbar als Frau in dieser Welt ganz viel machen und kaufen und tun und verbessern und zunehmen, abnehmen, Diätprodukte etc. So, genau. Und wenn wir da wieder in die Souveränität kommen, wenn wir da wieder in unsere wer bist du in Wahrheit und du darfst dir zuhören, das ist auch deine Intuition, das ist auch deine innere Stimme, das ist deine Wahrheit, die auf ziemlich vieles ziemlich gute Antworten hat, versus die Verwirrte ist die Verwirrte. Will sagen, wenn wir das Thema Body Love, Essen, Figurstress anpacken, klären, finden wir zu dem Zugang, den wir verloren haben, zu uns selbst, der eben Intuition ist, innere Führung, Seele, da wo unsere Seele, unser Herz wieder mit uns kommuniziert. Und das ist ein Schwerpunkt in meiner Arbeit, Body Love, ja, Liebe. Ich habe ja gesagt, es ist eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichten, die wir leben, aus meiner Perspektive, sind upgradebar. There is room for more. Wir sehen hier und da Paare, bei denen wir das Gefühl haben, yeah, das ist richtig toll, was die machen. Ich finde, wir sehen davon zu wenig. Ich finde, wir sehen zu wenig Freundschaften, zu wenig Arbeitsbeziehungen, die auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau sind. Und ich glaube, es ist eine Brücke, auch wenn sie nicht so direkt erscheint, aber ich glaube, wir sind auf so eine krasse Art sexuell gebrainwashed, dass wir damit all unser in der Welt sein und uns durch die Welt bewegen, manipuliert haben und quasi unsere Sexualität als unser Potenzial für Genuss ist korrumpiert. Ganz viele Frauen bauen sich Figurstress auf, weil es die bessere Wahl ist, Figurstress zu haben, statt Grenzen überrennen zu lassen, weil etwas in ihnen weise ist und weiß, ich brauche eine andere Form von Sexualität. Ich brauche eine Liebe, die sich mehr nach Liebe anfühlt. Ich bin vielleicht noch in meinem Kopf sozusagen verwirrt darüber, warum ich oder verurteile mein Gewicht oder verurteile mein Äußeres. Aber es gibt immer einen Grund dafür, weshalb du manifestierst, was du manifestierst. Und der Grund ist die stärkere Motivation als in dem Fall zum Beispiel der Wunsch abzunehmen. Wir denken, hey, ich würde gerne abnehmen, ich hätte gerne weniger Gewicht. Ja,
Aber in dir will etwas noch stärker, dass du die Ruhe hast, von einer bestimmten disconnecteten Art dich zu verbinden. Wenn wir zum Beispiel verbinden, sexy zu sein, attraktiv zu sein, toll auszusehen, heißt, dass mir Menschen zu nahe kommen können, dann ist das eine unterbewusste Angst und wir bauen uns einen Schutzmechanismus auf. Und an der Stelle darf dein Mitgefühl einsetzen für dich. Du fühlst dich nicht ideal, nicht 100% gut in deiner Körperin und verurteilst dich und erlebst vielleicht sogar Ablehnung oder die Angst vor Ablehnung oder Scham und kannst jetzt aber nochmal ganz bewusst dich erinnern, du machst das, weil du dich sicher fühlen willst. Das heißt, weil du dich sicher und würdevoll fühlen willst. Möglicherweise auch nach extremen Erfahrungen, muss aber nicht sein, aber extremen, vielleicht missbräuchlichen Erfahrungen, ist dir diese Sicherheit das Allerwichtigste und dein Mitgefühl darf dafür sozusagen auftauchen, dass du vielleicht nicht mal genau weißt, warum. Aber irgendwas in dir muss sich scheinbar schützen. Und was, wenn wir an der Stelle jetzt einfach mal sagen, krass, was du da auf dich nimmst. Extra Last, extra Ladung an Gewicht, extra, ich mache ein bisschen was mit meinem Äußeren, durch mein Physisches, aber auch durch meine Gedanken, auch durch das, was ich ausstrahle, was mich nicht so strahlen lässt, wie ich es eigentlich kann, wie ich es eigentlich von Natur aus tue. In dem Moment geht die Sonne weg, interessant. Und was nehme ich dafür in den Kauf? Isoliert sein, nicht in Verbindung gehen. Ich bin dadurch zum Beispiel nicht genährt auf der Ebene von Berührung, Intimität, Sexualität, Liebe, gutem Kuscheln, was auch immer dir wichtig ist, weil ich in erster Linie in einem Schutzmechanismus bin. Und da möchte ich gerne, dass du dir einfach mal erlaubst, dein Herz für dich selber zu öffnen, auch wenn du es nicht logisch verstehst, auch wenn du sagst, ich, keine Ahnung, was da am Laufen ist, ich kann erkennen oder ich öffne mich dafür, dass es möglicherweise so ist, dass ich hier ganz schön was entbehre. Während ich zum Beispiel futter, während ich zum Beispiel esse und mir erzähle, naja, wenigstens mit dem Essen kann ich mir hier irgendwas an Genuss geben. Wenigstens mit dem Essen habe ich Kontrolle und kann ich mir die Zeit, die ich alleine habe, schön machen. Oder wenigstens Essen ist da. So, diese Love-Hate-Relationship mit Essen ist tatsächlich ein Helfer, während du aber auf einer anderen Ebene sehr stark entbehrst. Und es ist ein Beispiel, es können tausend andere, es kann sein, es gab Grenzüberschreitungen mit deiner Familie, es kann sein, es gab Grenzüberschreitungen in der Schule als Kind, es gab Mobbing. Und zu sagen, ich werde für mein Gewicht gemobbt, ist noch die einfachere Wahl als ich werde für meine Persönlichkeit abgelehnt. Das ist, ja, wenn du es fühlst, freue ich mich. Aus meiner Wahrnehmung ist es wirklich mitgefühlswert. Viele Frauen erleben, dass sie in einer Beziehung sind und sagen, ich fühle mich nicht wohl mit meinem Äußeren. Ich habe das Gefühl, ich gefalle ihm nicht und ich rede nicht. Ich stecke ja sowieso niemand in eine Kategorie, aber ich rede von sehr, sehr bewussten Frauen. Von Frauen, die sehr vieles sehr gut verstanden haben und sehr an sich gearbeitet haben und sehr evolved sind und sagen trotzdem, sogar mit dem super evolved Mann unterwegs sind, trotzdem, ich habe das Gefühl, wegen meinem Körper, er lehnt mich ab. Und die das als Realität kreieren und die dadurch zum Beispiel in ihr Sexleben, sag ich jetzt mal, Blockaden einbauen oder das Licht dimmen müssen, sich verstecken, den Bauch einziehen,
nicht so viel Genuss dadurch erleben, wie sie es körperlich könnten, würden sie den Bauch nicht einziehen. Und worum es dabei in der Tiefe geht, ist, es ist leichter zu sagen, er mag mich nicht wegen meinem Gewicht, als er mag mich nicht. Und in dem Approach, Body Love zu kultivieren, zu erleben, immer mehr Genuss im Täglichen zu haben, wie du an deinem Tisch sitzt, Genuss zu haben, wie ich in dieses Mikrofon spreche, Genuss zu haben. In diesem Approach geht es darum, diese tiefen Geschichten zu erkennen und ja, frei zu befreien, zu erkennen in dem, warum sie nur eine Geschichte sind. Und es ist eine großartige Arbeit, es ist ein Befreiungsschlag und es ist der Beginn dafür, dass wir verstehen, wir können unser Leben gestalten auf noch viel mehr Ebenen, als wir es jetzt gerade sehen. Es ist Reconnecten mit der Natur, mit der größeren Realität, mit der göttlichen Natur, die du bist, die das Ganze hier ist. Und es ist ein dich befreien von der Anstrengung, von einer riesigen Anstrengung. Ich hatte das Programm, es war mein erstes Programm, es war ja mein, wenn ich das Thema für mich geknackt habe, dann will ich es, muss ich es weitergeben. Body Love Story Activation. Und da gibt es jetzt ein Summer Special, deswegen mache ich auch die Folge, um dich einfach zu animieren, wenn du damit struggles oder jemanden kennst, bitte weiterempfehlen, bitte melde dich bei mir. Es ist ein 12 Wochen Intensivprogramm, super intensiv und sehr tiefgehend. Und ja, der Sommer, wir sollten uns zeigen wollen, es genießen, uns zu zeigen. Das will ich für dich. Und daher findet das jetzt statt. Es ist eben das erste Programm gewesen und sehr schnell habe ich gesagt, warte mal. Diese Frauen, die da durchbrechen, die haben auf einmal alle mehr Geld. Die haben auf einmal alle mehr Lust auf Geld. Interessant. Nächstes Thema, ja, ist ein komplett für sich stehendes Thema. Auf einmal wachen wir auf in, was haben wir uns alles überall im Leben verboten? Was ist überall im Zwang gefangen, wo ich sozusagen mit Essen oder mit Diät oder mit Perfektionismus versuche, mich abzulenken von der Realität, dass ich mir ganz viele andere Dinge wünsche und mehr davon und theoretisch auch mehr davon kreieren kann. Und aus diesem Programm wurde sofort, relativ schnell zumindest, The Manifesting Queen. So, hallo, wach! Wir können kreieren, wir rufen hervor, wir sind das, wir müssen dafür relativ wenig machen, als einfach nur wir selbst zu sein. Das Tool bist du selber. So, und daher, ich werde nichts zurückhalten, wenn wir auf diese Reise gehen. Du kriegst von mir das ganze Spektrum, es ist keine Trennung. Okay, wir machen hier Body Love Story Activation, danach musst du den nächsten Kurs buchen. Es ist Body Love Story Activation. Was kann deine Body Love für dich in deinem Leben bewegen? Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin mir sicher, wir werden auf der Ebene von Beziehung und Verbindung und Sexualität etwas verändern, sowie auch, was du für ein Gefühl dafür kriegst, was deine, nennen wir es Mission, Berufung, wer du bist in der Welt angeht. Und natürlich der Dauereffekt Genuss. Ich freue mich auf dich. Melde dich, schreib mir. Du kannst mir direkt schreiben, beziehungsweise dir sonst auch ein kostenloses Erstgespräch buchen. Und schreib mir bitte auch deine Fragen. Du kannst mir sehr gerne schreiben. Ich gehe fast davon aus, wenn du mit dem Thema zu tun hast, dann hast du viele Sachen ausprobiert. Du kannst mir alles schreiben, was du ausprobiert hast. Du kannst aber auch wissen, dass ich weiß, dass du viel ausprobiert hast. Und es ist eben nicht die Antwort in Diäten und Sportplänen, sondern in dieser Liebe für dich, diesem tieferen Erkennen und ganz konkret auf körperlicher Ebene Genuss erlauben und Grenzen etablieren. Grenzen wieder etablieren.
freue mich auf dich und ich freue mich auf die nächste Folge, in der wir tiefer in dieses Thema einsteigen. Alles, alles Liebe.